sind die Besten in Witten. Sie wissen, worum es heute Abend geht. Herzlich willkommen zum Erich Schöppner Gedächtnisturnier, meine Damen und Herren. Gratulieren möchte ich aber auch dem gastgebenden Boxsport, dem Wittener Boxsport 1923 e.V. Kurz gerechnet, 90 Jahre ist das her. Herzlichen Glückwunsch dem Vorsitzenden Jörg Katz. Aber diese Geburtstagsparty, meine Damen und Herren, ist mehr. Denn Sie ehren mit Ihrem Besuch und die Kämpfer aus Sarajevo den größten Sportler dieser Stadt, den größten Boxer, den Witten je gehabt hat. Erich Schöppner. Vier von den Menschen, die hier oben stehen, kannten ihn noch. Alt-Oberbürgermeister Klaus Lohmann, Jürgen Löchter, der erste stellvertretende Bürgermeister Kieselbach. Ja, richtig. Und ich. Viele Geschichten, ja alle, über Erich Schöppner zu erzählen. Wir sind alle Freunde. Und jetzt aber übergebe ich erstmal das Wort an Jörg Katz, den Gastgeber. Wo ist das Mikrofon, das zweite? Da kommt es schon, es hängt an der Strippe. Jörg Katz, also Sie haben was mitgebracht zum 90-Jährigen. Sie machen sich selbst ein Geburtstagsgeschenk und allen Wittener Sportfreunden. Ja, danke schön. Liebe Boxsportfreunde, im Namen des Wittener Boxsports darf ich Sie recht herzlich zu unserem 90-Jährigen Vereinsjubiläum hier in der Husemannhalle begrüßen. Ich freue mich, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid. Ganz besonders darf ich mich natürlich bei den Gästen aus Sarajevo bedanken, dass sie diese weite Fahrt auf sich genommen haben. Und ich begrüße die Delegation der bosnischen Gemeinde aus Witten. In diesem Zusammenhang möchte ich mich auch ganz herzlich für die finanzielle Unterstützung der Sparda-Bank Witten, der Sparkasse Witten, des Einrichtungshauses Ostermann und den Stadtwerken Witten bedanken. Diese Jubiläumsfeier haben wir zusammen mit unserem ehemaligen Oberbürgermeister Klaus Lohmann, der auch Schirmherr dieser Veranstaltung ist, und mit Professor Jürgen Löchter geplant und organisiert. Wie unser Moderator Herr Jan gerade bereits gesagt hat, haben wir das Jubiläumsjahr unserer 2005 verstorbenen ehemaligen Europameister im Halbschwergewicht, Erich Schöppner, gewidmet. Erich Schöppner wurde unter anderem 1958 als Profi-Europameister und war in den 50er und 60er Jahren das Aushängeschild des Wittener Boxsports. Während der Planung dieser ganzen Veranstaltung ist der Gedanke gewachsen, dass wir nunmehr jedes Jahr ein Erich Schöppner Gedächtnisturnier ins Leben rufen werden und dabei den besten Wittener Boxer auszeichnen. Dafür können wir mal klatschen. Der Wittener Boxsport ist bekannt wie ein kleiner Traditionsverein, der mit Stolz auf seine Vergangenheit, insbesondere ja auf die 50er, 60er Jahre zurückblicken kann. Dabei erinnern wir uns gerne an die damaligen Lokalmatadoren, wie zum Beispiel Uli Kienast, Udo Weber, Franz Winterkatz, Rolf Peters, Alfred Schwer. Aber auch einige von den damals Aktiven sind heute als Ehrengäste bei uns. Wir dürfen deshalb begrüßen Wolfgang Kiem. Wolfgang, bitte einmal aufstehen. Wolfgang Kiem, der von 1951 bis 1973 113 Kämpfe für den Verein bestritt und dabei 1953 Bezirks- und Jugendwestfalenmeister wurde. Dann unser Schwergewicht von damals, Hermann Böhm. Hermann, der von 1956 bis 1971 105 Kämpfe bestritt und dabei viermal Bezirksmeister und Junioren-Westfalenmeister wurde. Dann Theo Krings. Theo Krings, der für den BWS 21213 Kämpfe bestritt, jedoch in seiner beruflichen Tätigkeit als Polizeibeamter 1957 Polizeilandesmeister wurde und die Bronzemedaille bei den deutschen Polizeimeisterschaften errang.
Dann haben wir noch den Kämpfer Ernst Dietz. Ernst Dietz hat für den Verein 110 Kämpfe absolviert und wurde dabei mehrfacher Bezirksmeister. Dann den Wilhelm Kämpfer. Wilhelm Kämpfer hat 80 Kämpfe für den Boxsport absolviert und hat mir gerade gesagt, oh, wenn ich jetzt den Ring hier gerade sehe, dann möchte ich direkt wieder rein. Dann Gerd Bialke. Gerd Bialke hat 117 Kämpfe für den Verein absolviert und wurde mehrfacher Bezirksmeister. Und abschließend ist natürlich das Urgestein des Wiener Boxsports noch zu nennen, Bodo Ohm. Bodo? Bodo Ohm, der von uns bei 56 bis 1966 über 70 Kämpfe für den Verein bestritt und nach seiner aktiven Laufbahn über Jahre als Trainer für den Verein tätig war. Heute, nach 19 Jahren mit dem Boxsport, hat sich der Boxsport dahingehend verändert, dass die Begeisterung zum Boxen zwar nicht nachgelassen hat, jedoch der Drang für den Verein zu boxen etwas in den Hintergrund getreten ist. Trotz allem hat es der Wiener Boxsport immer wieder geschafft, talentierte Boxer auszubilden und junge Menschen für den Boxsport zu begeistern. Ein schönes Beispiel dafür ist zurzeit unser Kevin Dieker, der mit seinen 18 Jahren bereits mehrfacher Landesmeister, Bezirksmeister, Westdeutscher Meister und Vize-Deutscher Meister wurde und an Itza nationalen Turnieren teilnahm. Am heutigen Abend werden wir gegen den Boxclub aus Sarajevo antreten. Ich hoffe, wir werden einen spannenden und fairen und eine faire Boxveranstaltung erleben. In diesem Sinne wünsche ich allen Gästen einen harmonischen und unterhaltsamen Abend, sodass sie in der Kampfpause unsere Getränke und Speisenangebote reichlich nutzen. Dankeschön. Jörg Katz soll heute Abend auch die Kämpfe kommentieren, meine Damen und Herren. Das letzte Interview, das ich im Westdeutschen Rundfunk mit Erich Schöppler machte, war im Studio Wuppertal und er hatte ein paar bekannte, damals bekannte Boxer mitgenommen. Das war ein Mittagsmagazin, da hatten wir noch 3 Millionen Hörer. Und es ging darum, dass alte Fußballer, Leichtathleten, werden, wenn sie pensioniert sind, wenn sie nicht mehr aktiv sind, gefeiert. Wie ist das mit alten Boxern? Die werden zwar, wie ihr hier unten, die wir gerade begrüßt haben, nochmal gefeiert bei solchen Veranstaltungen, aber eigentlich sind sie vergessen. Erich Schöppner ist in einem anonymen Grab beigesetzt. Ich war ein Kind, ein Flüchtlingskind 1955 und stand auf dem Rathausplatz hier in Witten und da kam der Erich zurück und war zum ersten Mal Europameister geworden, bei den Amateuren, wenn ich mich nicht erinnere. Da war ich 14 Jahre. Und dann habe ich ihn Jahrzehnte später also im WDR interviewt und er sagte, Hajo, uns geht es so, wenn wir aufgehört haben, häufig haben wir Verletzungen, dann werden wir vergessen. Und das ist gut, dass der Boxsportverein Witten Erich Schöppner hier und heute und künftig jedes Jahr ehren wird. Das Wort hat Klaus Lohmann. Liebe Sport- und Box-Idole aus den vergangenen Jahren, liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, heute hier als Vorsitzender des Stadtsportverbandes beim 90-jährigen Jubiläum eine Sache einzubringen, die zurückgeht, im Grunde muss ich das mal genau sagen, auf Professor Jürgen Löchter, denn er hat in der Röckenstraße mit der Familie Schöppner zusammen gewohnt und er kam und sagte, Klaus, Erich Schöppner, wir wissen nicht, wo sein Grab ist, er hat dann alles versucht, die tollen Bestatter in Witten haben sich bemüht, dann in Nordrhein-Westfalen, es war nicht zu machen. Und da haben wir gesagt, dann müssen wir eben versuchen, dass wir doch hier in der Stadt in irgendeiner Form eine Sache machen, die für Erich im Grunde für die Zukunft ein Erinnerungspunkt ist. Und wie Sie alle wissen und wie ihr alle wisst, gibt es ja hier in der Sporthalle die tollen Bilder, die man in Salz gewählt hat. Und deshalb ergab sich sehr schnell die Frage für uns, wie könnten wir das Ganze machen? Klar war, 90 Jahre Kinderboxsport,
dann wird das eingeflochten. Ursprünglich war ja überlegt worden, dass die ganze Veranstaltung in Buckingham stattfinden sollte. Sie sind eben nicht gekommen, das hat nicht geklappt. Sarajevo ist da, den möchte ich noch gratulieren, dass Bosnien-Herzegowina es auch geschafft hat, bei der Weltmeisterschaft in Brasilien dabei zu sein. Wir hatten also dann die Idee, es muss was geschehen. Die Verwirklichung war dann so, dass erstmal Peter Dümpelmann, ein Mann, den viele kennen, er ist Ironman aus Hawaii, ein Radsportler und Marathonläufer und Triathlet, er hat die Startplatte besorgt, erst gespendet. Dann war die Frage, was machen wir, wie kriegen wir auf die Startplatte? Im Grunde dann Erik Schöppner in seiner unnachahmlichen Form in sein Bild. Das Ganze ist dann gelaufen über Metava, der Herr Berbeck oben im Bereich Westerweide. Er hat dann gesagt, ich brauche ein Bild, was nur in Strichen gezogen ist. Und dann wir natürlich sofort zu Manni Salzum gesagt, mach du dieses. In der Zwischenzeit hatte natürlich Karl Friedrich Gese, der bekannte Wiener Architekt, der da hinten mit seinem Freund in zwei Hüten sitzt. Karl Friedrich hatte vorher schon die tolle Idee, Erik Schöppner zu malen. Hier hinten hängen vier Bilder, die wir dann wahrscheinlich im Haus des Sports auch aufhängen werden. Es ging also weiter dann mit dieser Plakette, die wir nachher dann offiziell nochmal enthüllt werden. Und wir denken, dies hat er auf jeden Fall verdient. Denn als er zweimal Höppner, das war ja immer Schöppner gegen Höppner, vorher bei der Brenneschule unten war Wemhöner, da war er noch Amateur, als er deutscher Meister gegen ihn wurde. Und dann ging es zweimal gegen Höppner, als er das gewonnen hatte, war ja klar, er war der Europameister. Und dann ging es nach Toronto. Was passierte in Toronto? In Toronto sollte eigentlich Archie Moore, der inzwischen 40 Jahre alt geworden war, sollte dem Erich die Chance geben, um die Weltmeisterschaft zu kämpfen. Leider ist das nicht zustande gekommen. Warum auch immer. Eine große Zeitung in Deutschland hat damals darüber interessant berichtet und gesagt, warum hat der bärenstarke Ruhrkumpel Erik Schöppner den Weltmeisterkampf nicht bekommen. Ich bin sicher, wenn er ihn bekommen hätte, bei seiner Stärke, bei seiner Kondition, würden wir heute hier stehen und sagen, wir ehren unseren Weltmeister. In diesem Sinne möchte ich sagen, ein herzliches Glück auf für das, was wir heute für Erik Schöppner tun. Ich danke allen, die heute hier gekommen sind. Und der Nachfolger von diesem Sportmenschen, ohne den ja vieles in Witten nicht gelaufen wäre, der Einzelsport, den er betreibt, das ist der Sitzsport und der Mundsport, Klaus Lohmann. Das ist einer seiner Nachfolger, das ist der Herr Kieselbach, und der hat das mitgebracht. Okay. Ja, meine lieben Freunde des Boxsports, auch von mir einen schönen guten Abend und ein Willkommen zu der heutigen Veranstaltung. Ich denke, man sollte den Machern danken, dass diese Gedächtnisveranstaltung für Erik Schöppner realisiert wurde. Das ist eine großartige Sache, und viele, viele Wittner, auch ich, haben in der... Entschuldigung, bitte. Ja, kommen wir gleich. Viele Wittner, auch so wie meine Altersklasse, haben natürlich auch den Wittner Boxsport 23 noch erlebt, aktiv erlebt. Viele erinnern sich an das Lupshaus oder an Kulow, wo im großen Saal der Ring aufgebaut war. Da standen wir als junge Burschen und haben zugeguckt, wie Erik Schöppner, Kinas, wie die alle hießen, da richtig guten Boxsport geliefert haben. Und deswegen, Herr Katz, natürlich ist eine tolle Sache, und ich denke mal, wir werden uns jedes Jahr erinnern, wenn Sie das ausschreiben, wann es auch sein wird, wir werden kommen, und vielleicht spricht sich so, es werden noch andere dann kommen, weil das großartig ist, sich an diesen Sportler in dieser Form zu erinnern. Wir haben einen Gruß aus dem Rathaus hier mitgebracht,
im Wittener Boxsport zu ihrem 90. Vereinsjubiläum eine kleine Erinnerung, dass wir also auch daran denken und Ihnen für diese Veranstaltung danken. Alles, alles.